Die Espressomaschine Ambiano von Aldi Süd steht heute bei uns hier auf dem Tisch und wir zeigen euch, wie ihr aus dieser Maschine alles rausholt, was drin steckt. Das ist gut. Beim Mehlschäumen gibt's einen entscheidenden Trick. Ich habe eine Rollphase. Herzlich willkommen hier bei uns bei den Kaffeemachen in unserem YouTube-Channel. Du bist der Michel und ich bin der Benjamin und wir testen hier immer wieder Espresso-Maschinen der unterschiedlichsten Preisklassen. Oft sehr teure Maschinen, manchmal auch günstigere Maschinen. Wir zeigen, wie man damit Kaffee zubereitet. Wir geben allgemeine Kaffeetipps. Heute haben wir uns die Ambiano Espresso-Maschine vorgeknöpft, die bei Aldi im Angebot war, knapp 60 Euro. Und das ist natürlich relativ wenig für eine Espresso-Maschine. Also wir testen hier oft Maschinen, die kosten 500 Euro, die kosten 1500 Euro. Insofern wollen wir auch keinen Test machen, weil wir davon ausgehen und weil wir auch schon probiert haben. Es gibt einige Schwächen bei der Maschine. Deswegen ist mehr der Ansatz, euch zu zeigen, wie ihr aus dieser Maschine alles rausholen könnt, was drin steckt. Was selbstverständlich weniger ist als bei einer super teuren Maschine, aber was doch möglich ist, ist einigermaßen ordentlichen Espresso damit zu machen. Und da wollen wir euch den einen oder anderen Tipp geben. Und wir fangen gerade sofort an. So, bevor wir jetzt ans Brühen gehen, was ist das Wichtigste beim Kaffee zubereiten? Das ist natürlich der Kaffee. Und da den Tipp natürlich, verwendet da einen möglichst frischen Kaffee, möglichst auch natürlich, dass ihr frisch mahlt. Wenn ihr vorgemahlenen Kaffee verwenden würdet, dann könnt ihr auch die doppelwandigen Siebe verwenden, die im Lieferumfang dabei sind. Ansonsten zeigen wir euch nachher, wie ihr das noch ein bisschen pimpen könnt, wenn ihr wirklich frisch mahlt. Was heißt jetzt frisch? Also frisch mahlen heißt eben in dem Moment mahlen. Natürlich sollte der Kaffee auch frisch sein. Das heißt, ihr solltet darauf achten, dass ihr keinen Kaffee kauft, der schon Monate vielleicht im Regal des Supermarktes gestanden hat, sondern vielleicht direkt vom Röster um die Ecke. Da kann man nachfragen. Man kann aber auch das Röstdatum zurückrechnen. In der Regel geben viele Supermärkte 2 Jahre an. Das heißt, 2 Jahre vor dem Ablaufdatum wurde dieser Kaffee in der Regel oder oft geröstet. Und frisch bedeutet in diesem Fall, ist toll ist, wenn ein Kaffee zwischen 14 Tage alt ist und ungefähr 2 Monaten, wenn ihr den in diesem Bereich verbraucht. So, und dann im Idealfall aus unserer Sicht natürlich frisch mahlen. Diese Maschine geht davon aus, dass sie nicht frisch mahlt. Sie kommt mit sogenannten doppelwandigen Sieben. Das bedeutet, ihr habt eine erste Siebschicht mit vielen kleinen Löchern und dann unten noch eine zweite Schicht mit einem Miniloch und dann einem weiteren Sieb. Das sorgt dafür, dass hier ein unglaublicher Druck entsteht, unabhängig davon, welchen Mahlgrad ihr verwendet habt. Es ist aber eigentlich so, wenn wir guten Espresso machen wollen, dann stellen wir den Mahlgrad der Mühle so ein, dass die Mühle genügend Widerstand gibt, dass das Wasser nicht zu schnell durch den Kaffee durchläuft. Hier wird also davon ausgegangen, dass ihr nicht frisch mahlt, sondern den Kaffee vorgemahlen kauft und es hilft euch quasi, dennoch eine Crema zu extrahieren. Wir können euch aber sagen, der Kaffee ist so nie gut. Erstens, weil er nach dem Mahlen unglaublich schnell an Komplexität verliert. Man kann sich das so vorstellen, dass die Kaffeebohne an sich quasi eine eigene Schutzhaut ist oder Schutzschicht ist. In dem Moment, wenn wir sie zerkleinern, dann haben wir eine viel größere Oberfläche. Und was passiert dann, Michel? Wir haben innerhalb kürzester Zeit einen großen Anteil der ganzen Aromatik verloren. Das bedeutet halt einfach, dieser Kaffee, den ihr kauft, der schon vorgemahlen ist, ist eigentlich schon bös formuliert tot, bevor ihr überhaupt das Päckchen aufmacht. Da kommt nicht mehr viel raus. Wenn ihr natürlich sagt, ich habe mir jetzt eine kleine schnucklige Maschine gekauft und ich möchte mit vorgemahlenem Kaffee arbeiten, dann dürft ihr das selbstverständlich, dann würden wir euch wirklich die Siebe mit dem Doppelwandigen empfehlen. Jetzt testen wir das Sieb einmal doppelwandig. Ich verwende 13 Gramm Kaffee, die ich nun mit dem Temper, also mit diesem Stampfer hier, tempe. Natürlich ist dieser Temper selbst auch ein bisschen wackelig. Man kann damit aber tempen. Wichtig ist, dass man gerade tempt. Denn wenn man das nicht macht, hat man einige Probleme. Welche Probleme hat man dann, Micha? Einerseits, wenn ihr euch vorstellt, Wasser unter Druck sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands. Das heißt, wenn ihr so schräg tempt, dann läuft das Wasser erstmal größtenteils auf dieser Seite, wo es halt weniger Kaffee hat, durch und extrahiert viel, viel mehr als hier. Ihr seid einfach komplett inkonstant. Darum wichtig ist auf jeden Fall gerade tempen und dass ihr vorher, das was Benjamin auch gemacht hat, den Siebträger kurz ein bisschen auf den Tisch oder auf so eine Silikonmatte oder was ihr habt, klopft, dass der Kaffeekuchen wirklich schön zusammenfällt, dass da keine Luftlöcher drin sind, dass der Kaffee wirklich gleichmäßig
durch den Kaffeekuchen, das Wasser gleichmäßig durch den Kaffeekuchen extrahieren kann. Die Temperaturanzeige korrespondiert nicht so wirklich mit der Temperatur, die wir gemessen haben. Sie kann euch aber eine Orientierung geben. Wenn ihr merkt, dass dieser schwarze Zeiger hier unter 80 fällt, unter 80 Grad soll das vermutlich heißen, dann spült etwas, damit die Heizung wieder anzieht und die Temperatur wieder über oder in diesen roten Bereich hineingepusht wird. Wenn ihr ungefähr in dem Bereich seid, dann ist das der Moment, wo ihr dann auch mit der Extraktion des Espressos beginnen könnt. Wir haben also 13 Gramm Kaffee eingesetzt. Jetzt ist die Frage, wie viel Kaffee machen wir damit? Benjamin spannt jetzt ein und extrahiert im Bereich so um die 25 Sekunden das 2,5-fache in die Tasse. Das bedeutet, wenn wir 13 Gramm verwenden, rechnen wir das Ganze einfach mal 2,5. Das heißt, 13 mal 2 wären 26 plus die Hälfte dazu. Also wenn man 13 halbiert, sind das 6,5. 26 sind wir irgendwo so bei 2 bis 33 Gramm. Und das wiegen wir wirklich auf der anderen Seite ab. Das könnt ihr mit einer kleinen Küchenwaage oder mit einer so einer kleinen Waage, wo ihr sonst einfach Kleinigkeiten abwiegen könnt, die ihr darunter stellen könnt. Und so läuft der Kaffee dann durch und dann habt ihr dieses, es geht ja darum, diese Textur, diese Viskosität eines Espresso, das eher so sirupartig dann ist und nicht halt flüssig. Was wir immer machen, wir rühren. Denn das Rühren führt dazu, dass wir wirklich die Schichten des Espressos gut durchmischt haben und schon beim ersten Schluck von dem kräftigeren, konzentrierteren Teil des Espressos etwas probieren, wie auch von den eher anderen Schichten, weil alles miteinander vermischt und verbunden ist. Wie schmeckt jetzt der Espresso? Das ist ganz schön lecker. Also, er könnte ein bisschen mehr Körper haben, er könnte ein bisschen, die Säure könnte ein bisschen besser integriert sein, aber für 60 Euro, das ist lecker. Er ist vielleicht ein bisschen zu bitter, er ist die Säure ein bisschen zu wenig eingebunden in das Ganze, aber die Textur ist voll okay. Es ist grundsätzlich einfach gut. Was jetzt da wirklich spannend war, der ist jetzt 25 Sekunden gelaufen. Das war jetzt wirklich gerade so eine perfekte Extraktion. Und 33 Gramm, also vom Volumen her. Davor hatten wir einige gezogen, da ist es viel länger gelaufen. Ich habe aber beim Mahl gerade nichts geändert. Also da merkt man schon eine gewisse Inkonstanz bei den Bezügen von Bezug zu... Darf ich auch probieren? Okay, echt. Er hat ein bisschen das Harzige. Ja, aber... aber wir sind ja noch gar nicht am Ende, weil eigentlich wollten wir... euch zeigen, wie ihr den Espresso mit der Maschine besser machen könnt, als er in diesem Zustand mit diesem Sieb ist, weil das Sieb hat nämlich ein Problem. Es hat eben diese Doppelwandigkeit. Wir haben aber herausgefunden, im Gegensatz zu anderen doppelwandigen Sieben, da ist es oft so, da ist es miteinander verbaut, da kann man das nicht auflösen. Moderne, gute Espresso-Maschinen haben immer mehrere Siebe. Und zwar haben die auch ein Sieb dabei, so ein Profi-Sieb, das ist nur einwandig. Was wir aber bei diesem Sieb hier machen können, wir können es umbauen, und haben dann auch ein einwandiges Sieb. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ihr habt ja einmal das große Sieb. Es gibt ja einmal das kleine im Lieferumfang und das große. Wir würden euch wirklich empfehlen, mit dem großen zu arbeiten. Dann dreht ihr das um. Dann habt ihr hier die drei Schrauben. Und die könnt ihr dann einfach mit dem Schraubenzieher einmal die Schrauben rausholen. So, was man hier wunderbar sieht, ist auch, dass hier so viel Dreck auch drin bleibt. Und darum würden wir euch wirklich empfehlen, nehmt das raus. Wenn ihr dann innen guckt, haben wir den inneren Teil hier auch ausgelöst. Und dann habt ihr hier eigentlich noch das Sieb. Das nehme ich einmal hier weg. Hier kommt normalerweise der Kaffee raus. Und das nehme ich jetzt auch noch weg. Und so würde ein normales Sieb von unten aussehen. Und das machen wir noch ein bisschen sauber. Schnappe ich mir den Gummi wieder. So, ihr habt das Sieb in dem Gummi wieder drin, habt hier das nun wie ausgehöhlte Sieb und nehmt das und drückt das dann wirklich ganz an den Boden. Und schon sieht das aus fast wie ein normales Sieb. Was wirklich ein Vorteil ist dann zum Putzen, ist, dass ihr das sehr, sehr schnell reinigen könnt. Das heißt, ihr drückt einfach das Sieb einmal nach unten und könnt die Einzelteile dann wieder einmal putzen. So, wir haben den Kaffee wieder frisch gemahlen. Wir haben das Innensieb rausgenommen. Jetzt seht ihr, sie ist wieder so laut der Anzeige bei 80 Grad. Ich senke jetzt die Temperatur beim Spülen absichtlich nochmal darunter, dass er mir wieder heizt. Lass dann los und warte dann wirklich, bis die Anzeige wieder hochschießt,
dass wir dann wirklich die heiße Brühtemperatur haben. Darum wirklich erst spülen, dann den Kaffee vorbereiten und wirklich dann direkt den Kaffee extrahieren. Wenn die Maschine jetzt kämpft, sie sich langsam wieder hoch im heißen Bereich, also heiß, ja, normal heiß hin. Die Waage hast du da. Jetzt bin ich gespannt, ob das ein bisschen mehr Sauerei gibt, weil wir ja den Auslauf weggenommen haben. Hui. Das sieht gut aus. Also wieder, wir peilen ungefähr an die rund 32 Gramm in so 5, 6, 27 Sekunden. Das ist so ein Richtwert. Man kann nicht sagen, es gibt ein Rezept für Espresso, aber oft ist es so, wenn man sich ungefähr an dem orientiert, dann hat man mal einen Ausgangspunkt und kann sich von dem dann weiter bewegen. Wenn ihr euch mehr für das Thema interessiert, dann schaut doch auch unsere ausführlichen Videos zum Thema Espresso einstellen, Mühle einstellen ein, denn da haben wir einige gemacht und erklären ganz genau, worauf es dabei ankommt. So, zweiter Espresso, jetzt ohne doppelwandiges Sieb. Das ist deiner. Und der ist auf jeden Fall noch mal um einiges balancierter. Oh ja. Der ist gut. Ja, das ist ja so ein bisschen. Der ist wirklich ganz okay. Also man merkt, das Frischmahlen, das Mühle richtig einstellen und zwar so, dass die Extraktion jetzt sauber läuft, einfach nur durch das Einstellen der Mühle macht unglaublich viel aus. Wenn ihr das so macht, dann könnt ihr damit doch einiges hier rausholen aus diesem Maschinchen. Wir haben die Maschine nicht getestet. Nochmal, das ist explizit kein Test, sondern wir wollen euch einfach nur einige Tipps geben, wie ihr alles aus dieser Maschine herausholt. Das waren einige Tipps im Bereich des Espresso-Machens. Ihr könnt natürlich mit einer Maschine mahlen, ihr könnt aber auch mit einer Handmühle mahlen. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wichtig, ihr müsst Espresso fein mahlen. Und das ist wirklich so fein, dass genügend Widerstand aufgebaut wird, dass der Espresso nicht so schnell läuft. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Milchschaum. Wir versuchen noch einen perfekten Milchschaum hinzukriegen. So, für den Cappuccino machen wir erst einen Espresso. Das steht übrigens sogar auf der Seite der Maschine angeschrieben, dass man das so machen soll. Da kommt auch schon wieder, ja, kommt ein bisschen langsamer als vorher. Aber also eben Konstanz ist so eine Geschichte, aber damit werdet ihr klarkommen. Wir machen erst den Espresso und stellen dann um. Warum stellen wir um und wie stellen wir um? Wir können nachher der Maschine mit der Dampftaste sagen, dass sie hochheizen soll auf die Dampftemperatur. Das heißt, der Boiler geht dann einfach, oder der Thermoblock geht in dem Moment einfach auf die heißere Temperatur. Und so können wir nachher versuchen zu schäumen und einen perfekten Mehlschaum hinzubekommen. Das heißt, das Erste, was wir jetzt machen, Dampftaste drücken. So, und dann solltet ihr auch sehen, dass das hier dann weiter in Richtung Dampf geht, also weiter nach rechts geht, also die Temperatur steigt. Und das könnt ihr ja dann verfolgen. Und wenn ihr hier im unteren Bereich seid, dann seht ihr auch schon, die Tasse ist durchgestrichen. Das heißt, keinen Kaffee mehr machen, keinen Espresso mehr machen. Denn das Wasser oder das, was dann rauskommt, ist eben dann nicht mehr Wasser, sondern Dampf. Das wäre viel zu heiß zum Espresso machen. Wenn ihr auf dieser Stellung hier unten dann versucht, Espresso oder Kaffee zu machen, dann wird es unglaublich bitter, weil der Kaffee einfach zu viel Temperatur abbekommt, die er nicht verträgt. Und es werden vor allem Bitterkeit wird vor allem ausgelöst. Ja, und dann? Das muss man ehrlich sagen, das dauert ein bisschen. Ja. Genau, in der Zeit steht der Kaffee hier. Aber wir kippen eh noch Milch drauf, insofern. Beim Mehlschäumen gibt es einen entscheidenden Trick. Diese Abdeckung hat ein Loch hier. Durch dieses Loch kommt permanent Luft beim Schäumen dazu. Beim Schäumen ist aber wichtig, dass ich entscheide, wann Luft dazu kommt und wann nicht. Das heißt, der beste Trick, um nachher perfekten Mehlschaum zu machen, ihr nehmt das weg und seht auch gerade vom ersten Mal testen mit, ist hier ganz schön viel Dreck hintergeblieben. Das wirklich sauber im Abputzen. Das Teil braucht ihr definitiv nicht. Wenn ihr das Ding dran lässt, dann sieht das Schäumen so aus. Ich habe erst Volumen reingezogen und dann versuche ich zu rollen. Oh, ja. Da kommt von selbst so viel Luft aus der Dampfpflanze, dass ich, obwohl ich in der Milch drin war mit dem Dampf, dass er mir trotzdem Luft erzeugt.
Und wenn ihr es wegnehmt, dann zeige ich euch gerade, wie ihr richtig damit schäumen könnt. Okay, ich lasse gerade die Milch zirkulieren in der Kanne und normalerweise funktioniert das bei kleinen Maschinen sehr, sehr schwierig. Ich war schon erstaunt bei einer Dedica und ich bin jetzt auch mega erstaunt, wie gut dass das geht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Dampflanze so klein ist und so viel Druck erzeugt. Ui. Oh. Okay, ich muss noch ein bisschen üben mit dem Ding. Benjamin, für dich mal wieder ein Cappuccino. Cappuccino, lecker. Man merkt jetzt schon, der Espresso hat ein bisschen gestanden. Andererseits, das ist ein bisschen die Thematik bei den Thermoblock-Systemen. Man muss eben umschalten, erst den Espresso machen, dann schäumen. In der Zeit steht der Espresso rum, er wird natürlich auch kalt. Und dann ist wirklich genial, mit diesem Hack könnt ihr Milch schäumen. Also das ist absolut möglich. Und zwar sogar Milchschaum, der Latteart fähig ist. Wie genau Latteart geht, welche Phasen, was man alles machen muss und welche Muster es überhaupt gibt, das haben wir sehr ausführlich in einer Videoreihe erklärt und die verlinke ich euch hier oben. Jetzt als dritter oder letzter Teil und aus unserer Sicht einer der wichtigsten, neben nämlich Kaffee, hatten wir am Anfang gesagt, das Sieb auf einwandig verändern und diesen Milchschaumtricks, die Reinigung. Die Reinigung ist bei jeder Espressomaschine extrem wichtig. Dafür gibt es einige Gründe. Kaffee hat sehr, sehr viel Fett in sich drin und wenn ihr das drin lässt, dann oxidiert das Fett und wird sehr schnell ranzig. Darum müssen wir wirklich die Siebträger und alles, was irgendwo mit Kaffee in Kontakt kommt, immer sauber reinigen. Ihr habt das auch schon gesehen beim Auseinanderbauen des doppelwandigen Siebes, dass da sehr, sehr viel Kaffee zurückbleibt und durch das wirklich auch der Kaffee dann ranzig wird durch auch den Wärmeeinfluss der Maschine und darum ist wirklich die Reinigung maßgebend. Unter Reinigung verstehen wir regelmäßig diesen Siebträger und das Sieb reinigen, das ist das eine. Das andere ist diesen Einsatz, wo man das Ganze einspannt, zu reinigen. Und was wir kontinuierlich zwischendurch machen, ist unter anderem Spülen. Spülen bedeutet, wir lösen die Rückstände, die oben im Duschsieb oder in der Duschbrause oder im Duschkopf quasi hängen, lösen wir aus, weil die wollen wir nicht in unseren nächsten Kaffee. Gleichzeitig können wir immer wieder mit einem Lappen oder einer Bürste auch den unteren, den Einspannbereich reinigen, weil auch da setzt sich vor allem dann Kaffee ab, wenn wir den Siebträger nicht sauber reinigen und einspannen. Und wir können das Brühsieb runterschrauben. So, ihr seht, hier unten hat es ganz, ganz viel Reste an Kaffee und hier hat es eine Schraube, die kann man mit einem Schlitzschraubenzieher lösen. Aufgepasst, beim ersten Mal aufmachen geht das relativ schwer. Ich habe es jetzt schon mal offen gehabt, darum geht das ein bisschen leichter. Und dann kann man das ganze Sieb einmal runterschrauben. Achtung, wenn es runterfällt, da kommen auch ein paar heiße Tropfen, dass ihr euch da nicht verbrennt. Hui! So, das Erste, was ihr machen müsst, ist hier die Rückstände, die noch drauf sind, könnt ihr entweder mit ein bisschen Spülmittel oder einem Schwamm einfach wegmachen oder jetzt durch das, dass wir sie noch nicht so oft gebraucht haben, ging das auch einwandfrei mit dem Lappen weg. Das kann auch sein, dass ihr da ein bisschen Fettlöser dann braucht, aber ein Spülmittel ist ja absoluter Fettlöser. Dann habt ihr drei Teile, eine Schraube und noch eine Feder und das zeigen wir euch gerade noch, wie ihr das zusammenschraubt dann zum Schluss. Denkt bitte daran, hier auch außenrum zu putzen, weil wenn ihr das dann runternehmt, seht ihr, wie viel Dreck das da noch drin war, dass man das wirklich alles sauber macht. Wichtig beim Zusammenbauen, dass ihr diese Feder, die muss mit dem orangenen Pinöpel, ich nenne es mal gerne Pinöpel, so nach oben und das muss einmal hier durch und so hoch muss das dann rein. Auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr das aufmacht, dann schaltet die Maschine aus, dass die definitiv nicht mehr heizt, dass ihr euch nicht die Hände verbrennt oder lasst sie lieber 15 Minuten stehen, dass sie wirklich ausgekühlt ist.
Das waren unsere Tipps, um mit der Ambiano Espresso-Maschine ordentlichen Espresso zu machen. Das war explizit kein Test. Wenn wir testen, dann gucken wir ganz anders auf die Maschine, sondern wir wollten versuchen, im Rahmen dieser Maschine herauszuholen, was eben möglich ist. Und dafür haben wir euch jetzt einige Tipps geliefert. Probiert das doch mal aus, probiert, ob das mit den Milchschäumen und so weiter funktioniert. Vielleicht findet ihr auch noch etwas heraus. Ihr habt schon gesehen, beim zweiten oder dritten Espresso bin ich spätestens auf einen ordentlichen Temper umgeswitcht, weil mich dieses Plastikding so genervt hat. Also es gibt da einiges, was man da herausholen kann. Und mit diesen Tipps und Hinweisen, spielt doch mal da herum, experimentiert ein bisschen. Schreibt eure Erfahrungen in die Kommentare. Wenn euch der Channel gefällt, dann freuen wir uns über ein Like. Dann erhaltet ihr regelmäßig Tipps und Tricks zum Thema Kaffee, auch zu einzelnen neuen Kaffees und so weiter. So viel von uns. Bis dahin, viele Grüße von den Kaffeemachern und ciao. Ciao.